was ich noch nicht check. Nur ein Call von dir und ich komm wieder weg. Denn wir beide wissen langsam, dass es einfach mit uns messt. Yeah. Wirklich? Ja, was von der Küste. Aber also, kann sie die Deutsch auch, oder? Ja, sie konnte auch Deutsch und hat sie so gesagt, hi, Lisa, hi, Lisa. Auf Polnisch so, verstehst du Polnisch? Und ich so, tag, Prischetschke. Und dann habe ich einfach nur auf Deutsch geantwortet. Oha. Aber sie konnte Deutsch. Sie hat einfach, sie konnte Deutsch, aber wollte mal so Polnisch mit mir reden. Wie cool. 10.000 Likes geknackt. Guck, ich wusste, dass dass ich schnell hinbekomme. Danke für die ersten Rosen. Und jetzt die 20.000 Likes. Tschüss. Die kriegen 100.000 Likes, sehr schnell. Lecker. Das sieht richtig lecker aus. Nicht. Nee, die kannst du Französisch. Nee. Ich hab Spanisch gelernt in der Schule. Ja gut, let's go. Hola. ¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo estás? Me llamo Elena. Me llamo Lucas. Tiene 18 años. Oder so. Alles Keine klar. Ahnung. Also ich hab seit 3 Jahren. Nee, zwei. In den 3 Jahren habe ich kein Spanisch mehr. Die 10. Klasse war die EF, ne? Ja. Oder? Was? Nee, die 11. Klasse war die EF. Okay. Ich habe seit 2 Jahren kein Spanisch mehr. Warum keine Musik mehr? Freunde, ich habe gerade eben ein neues Cover hochgeladen. 20.000 Likes. Guck, ich sag ja, die sind krass. Ich habe gerade ein neues Cover hochgeladen, Tango, was ihr jetzt hier anschauen könnt. Wenn ihr Bock habt. Ich musste das von gestern mal runternehmen, weil es hat mir nicht gefallen. Ich habe meine Audiospur genommen und einfach das Instrumental gechanged, weil Lena meinte, dass es so besser ist. Ja, ich meinte, er sollte generell schneller spielen und singen. Deswegen könnt ihr jetzt mal meinen Cover abchecken. Nein, ich mache keine Ausbildung. abchecken und sagen, ob das von gestern besser war oder von heute besser war. Sagt es mir auf jeden Fall. Kannst du mir zeigen, dein Armband? Welches Armband? Ein Eingang gefragt, von wo dein Armband ist. Achso. Dann nehme ich dich gefragt. Ja, was soll ich haben für ein Armband? Achso, ich habe ein Armband hier. Das hat Lena auch. Zeig es. Wir müssen es ein bisschen fester machen. Mit so einem Auge, das uns beschützt. Nee, Digga, du musst wieder YouTube-Video hochladen. Ja, Digga. Ich habe wieder ein Video hoch. Ja, ich sag dir ganze Zeit. Ich habe mir heute in einen Laptop geholt, weil das ja ein Problem war. Ich hatte ein MacBook und habe ich mit 2020 geholt. Und der ist eigentlich auch echt gut. Ich mag ihn richtig gerne. Und der war so nice, weil der hat auch so einen Touchbar da oben. Und eigentlich wollte ich keinen neuen. Aber hast du meinen gesehen? Nee, guck mal. Ja, nee, guck mal. Also, doch. Ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, boah, mein MacBook ist so kacke. Also, der ist, also, für das, was ich ihn brauche, ist er nicht leistungsfähig. Ich muss halt meine Videos schneiden. Und damals, als ich meine Videos geschnitten habe, hatte ich so wenig Speicherplatz drauf, vielleicht nur mit Festplatte dran. Mit Festplatte dran schneiden konnte. Und mein Laptop, ich schwöre, ich habe mein Laptop aufgemacht, Final Cut geöffnet, mein Laptop schon. Wie ein Flugzeug, wurde richtig heiß. Ich könnte zwar hier auf meinem Knie drauf haben. Und mein Akku geht so schnell leer. Und es war richtig schwer zu schneiden. Und während ich geschnitten habe, ist mein Programm auch die ganze Zeit abgestürzt. Und ich konnte damit, also ich habe das 3 Jahre ausgehalten. Aber jetzt dachte ich mir, es geht nicht mehr. Weil dann hat Lukas sich letztes Jahr seinen neuen MacBook geholt. Und der ist wirklich krass. Also der Akku hält krass, man hört keinen Ton. Diese Lüftung geht nicht einmal an. Wird der heiß? Nö. Also wenn ich richtig lange bei Logic oder so bin, Musik mache. Ja, aber das hat leistungsfähig und ich brauche halt einen leistungsfähigen. Deswegen habe ich mir ein MacBook geholt. Sie hat jetzt sogar noch einen besseren als ich. Ja. Ich habe M1-Chip, sie hat aber M2-Chip. Keine Ahnung, was das heißt, aber... Artika, danke für das Heart Me an Sie. Hast du Abitur, Lukas? Ne, ich habe mit 16 die Schule aufgehört. Das ist nichts für euch. Macht eure Schule weiter auf jeden Fall. Aber für mich war das der Weg, meine Schule aufzuhören, weil ich hatte keinen Bock mehr auf Schule und ich wollte unbedingt Musik machen und ich hatte einen sehr großen Traum und wollte unbedingt was machen. Hab aber mit meinen Eltern einen Deal gemacht. Wenn ich es nicht schaffe, bis ich 18 bin, davon zu leben, muss ich zurückgehen in die Abendschule. Und ich habe dann halt so viel durchgepowert, Freunde, ihr wisst gar nicht, also wenn ihr von mich von früher kennt, dann schon. Guck mal, 40.000 Likes, ich habe gesagt, die schaffen 100.000 Likes irgendwann noch.
Okay, Freunde, was ich will wissen, habt ihr schon kommentiert bei meinem TikTok, was ihr. Schaut doch gerne bei meinem TikTok vorbei. Ich habe einen Vlog hochgeladen von heute. Ey, guck mal, voll krass. Ich habe von heute einen Vlog hochgeladen. Stark. Stark. War, nein, ich finde es stark, dass du von heute einen Vlog hochgeladen hast. Ich bin stolz auf mich. Ich will voll durchziehen jetzt. Nein, ich finde es auch echt gut. Ich find auch, Lena ist voll aktiv geworden. Auf TikTok auch, aber auch auf YouTube. Heute ein neues Snackbar geholt, dann kommt dir bald neue YouTube-Videos. Wir haben noch. Und wenn ich zurück bin, verlose ich ihr Make-up-Bag. Stimmt, ich los auch noch Make-up-Bag. Guck mal, endlich neue Songs, dann sag mal Bescheid. Guck mal, hier, da habe ich ein neues Cover gepostet. Ihr seht das Video gerade, oder? Wie viele Kommentare schafft ihr in den nächsten 3 Minuten? Null. Digga, sind gerade 6 Kommentare da. Ich sag, ihr schafft. Sie waren mal live schon? Perfekt. Ja, alles gut. Hat Lena Abitur gemacht? Nein, noch nicht. Woher ist denn das Armband? Das hier ist von Cartier und das hier ist von Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ich habe noch ein drittes, aber ihr könnt mal Vloggen gucken und seht ihr, was mit dem dritten passiert ist. Ich will euch mal was zeigen. Wie oft in der Woche bestehen ihre Haare? Also im Urlaub öfter. Einmal die Woche. Sonst zweimal. Zweimal die Woche. Nein, schon zweimal. Ich versuche die so wenig wie möglich zu waschen, aber die sind schon mies fettig. Obwohl geht eigentlich. Ich habe halt Trockenshampoo drin. Aber ich gehe heute halt duschen, denke ich mal. Das ist schon mehr wie 40. Wie 40. Für mich sind immer noch 6 Kommentare. Ich hasse es. Ah, doch, komm mal, hab ich lost. Guck stark. 52 Kommentare. Euer Life ist cool. Was geht ab, Lara? Was geht ab, Milena? Sophia ist auch dabei. Celine ist dabei. Fiona ist dabei. Annalena ist dabei. Die ganze Life's Gang ist dabei. Das sind meine Neger, aber die sind schon ein bisschen rausgewachsen. Aber morgen mache ich neue und dann nehme ich euch auch mit auf TikTok. Ich freue mich so. Ich freue mich so auf die Neger, die ich morgen mache. Die werden so cool. Machst du wieder Vlog? Ich mache jetzt, versuche jetzt. Hast jeden Tag einen Vlog zu machen, wenn ich was Cooles mache? Ich will was zeigen. Ich habe mir endlich meine Lieblingsschuhe gekauft. Die gab es wirklich nirgendwo. Nirgendwo könnte Lena fragen. Ich habe die so oft gesucht. Und ich kaufe mir echt selten solche teuren Sachen. Aber diesmal habe ich sie gekauft. Und es war so ein Zufall, dass die einfach in Nizza gab. Und diese Schuhe. Ich sag euch, wie es ist. Ich bin so happy, dass ich die gekauft habe. Guck sie dir an. Die gibt es in keinem Store in Deutschland. Also in Paris gab es die auch nicht. Die gab es nur in Nizza und in Saint-Tropez, ne? Es gab nur in Nizza und Saint-Tropez, ja. Schau dann. Ich finde die auch sehr cool. Sag, die sehen krass aus. Sagt ehrlich. Ja, doch, die sehen vor allem mit den Schnürsenkeln und so, die sehen schon sehr schön aus. Boah. Die sind so wild. Ich freue mich so sehr, die zu haben. Nein, Mann. Was? Ich nicht. Ihr müsst sie getragen sehen, die sind wirklich richtig nice. Die sind wirklich sehr, sehr nice. Ich möchte nichts studieren. Was glaubst du, Rizzo? Nicht meins. Alter, voll viele feiern die nicht. Ich mach sogar gleich nochmal kurz ein TikTok-Unboxing und dann zieh sie auch einmal an. So wie ich? Kannst du ein Video wie ich machen? Wie? Stop Motion. Ach so, Stop Motion, der ist wild, voll geil. Nicht gut, nein. Oha, voll viele feiern den nicht. Ich kann es aber verstehen. Also die sind halt sehr, also es ist nicht von jedem der Geschmack. Komm, weil die sind sehr bulky, wie die Balenciagas. Kennt ihr diese Balenciagas, diese dicken? Und so kann man es auch schlecht bewerten, wenn man die Schuhe so sieht. Aber wenn man die im Outfit sieht, sehen die auf jeden Fall besser aus. Die sind richtig geil. Ich fand die auch richtig schön. Ich habe auch gefragt, weil das sind ja Männerschuhe, ob Frauen die auch anziehen können. Die meinten ja Unisex und so. Wäre mir eigentlich auch egal gewesen, wenn nicht. Aber es ging mir eigentlich nur um die Größe. Aber die hatten meine Größe nicht da. Aber ich glaube, ich hätte sie mal nicht gekauft, weil die sind schon sehr teuer. Ja, aber dafür hat man die Schuhe trage ich halt zu Special Events auf jeden Fall. Ja. Und danke für die ganzen Rosen, Silvi. By the way, ihr habt einfach 72 Kommentare geschafft. Wenn ihr Bock habt, drückt einmal auf alle auf das Speichern-Zeichen. Das würde dem Video sehr helfen. Und ja, Mann, wie alt seid ihr? Wie teuer? So viele Fragen auf einmal. Was schätzt ihr, wie teuer waren die Schuhe?
Schätzt mal in den Kommentaren, wie teuer waren die Schuhe? Hättest du gewusst, wie teuer die sind, oder hättest du weniger geschätzt? Ich belüge das alles teuer. Ja. Ganz kurz, wenn ich die Sachen auslose. Ich wollte es eigentlich diese Woche machen, weil ich eigentlich diese Woche schon zurück nach Hause wollte. Aber wenn ich erst nächste Woche da bin, mache ich es nächste Woche, weil ich muss die ganzen Sachen ja auch bestellen. Und wenn ich jemanden aussuche, kläre ich mit der Person auch ab, welche Farbe von Concealer sie möchte und so, weil jeder hat ja verschiedene Hauttöne und ich will ja nicht genau meine Sachen schicken, weil das hat jemand ist mit einer dunkleren Haut. Was wollen die mit meinem Vanilla Light Concealer? Kann ja nichts mit anfangen. Ey, aber war in einem Sephora Store in Nizza oder so, Nizza, da meinte die einfach zu dir, wusste die das oder hat die gesehen, dass du es gegriffen hast? Nee, ich hab geguckt, nicht so, ja, Vanilla Light? Ja. Hat sie was zu dir gesagt? Nee, sondern ich meinte so, ja, I'm looking for my color. Und die so, yeah, you're Vanilla Light. Ja, krass. Yeah, I'm searching for this one. Direkt gesehen. Aber krass, dass ich das selbst für mich so entdeckt habe, dass es zu mir passt. Vanilla Light? Ja, ich hab's ja online bestellt mal. Zum ersten Mal. Hm? Einfach krasser Color Matcher. Color Matcher. 1700. Okay, nee, also nee. Nicht so teuer. Es ist niedriger. Manche haben 4000 reingeschrieben für die Schuhe. Die Schuhe haben 1000 gekostet. Also auf jeden Fall, ich würde normalerweise nie so viel für Schuhe ausgeben, sagen wir es so. Ich finde Air Force sind einfach richtig geile Schuhe. Dunks sind auch wilde Schuhe. Aber diese Louis Vuitton Sneaker sind einfach so, wisst ihr. Ein Special Piece, so ein, ja. Special Piece und der habe ich. Mach, Digga. Mach. Tim, was geht? Mach. Ist anders meiner Stufe. Bruh. Ich glaube, man muss nur Scheiße, irgendwelche komischen Wörter einfach. Je t'aime la France. Je t'aime la France. Wo ist Dagi? Voll viele schreiben immer wieder so aus, dass du redest wie Dagi. Ich finde, wir waren ja jetzt auf Kreta 2 Wochen und ich finde, du redest aber gar nicht wie Dagi. Das ist so komisch, dass alle das so von außerhalb so sehen. Auch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, also ich finde, also so, weil ich dich wahrscheinlich so lange jetzt kenne und so, aber irgendwie, also du bist schon manchmal mini Dagi. Oder Dagi ist big Lady. Ja. Aber, also manchmal, es war richtig, ihr wisst nicht, Freunde, jetzt eine Story. Wir waren einmal bei Dagi, kurz, und haben, keine Ahnung, kurz Nelio besucht oder sowas. Und dann war Lena auf Klo, oder ich war auf Klo, glaube ich, und komme wieder in den Raum rein. Und dann steht Lena, dachte ich, mit dem Rücken zu mir, ja. Und ich mache halt manchmal so aus Spaß so einen kleinen Kitzler, so Zittel oder so, ne? Und ich war schon auf dem Weg. Ich kam so von Klo zurück, so lalala. Ich so, oh, die steht genau da, kann ich so genau hier reinmachen, wo es so kitzelt, ne? Ich so lalala und war schon so. Und im letzten Moment dachte ich mir so, warte mal kurz, hat die nicht was Schwarzes angehabt? Und ich so lalalala. Oh Gott, das ist so cringe. Ja, das wäre so cringe gewesen, hätte ich einfach Dagi gekitzelt. Ey, das wäre mir so unangenehm gewesen, ne? Ein Arm out, direkt weg. Ich wäre so, alles gut, ich komme auch einfach nicht mehr wieder. Digga, wie hätte die reagiert eigentlich? Die hat, glaube ich, gelacht. Also, Ich so, oh, sorry, ich dachte, das wäre so cringe, oh Gott. Schon kann ein Dagi Russisch sprechen? Nee, oder? Ein paar bisschen? Wörter, glaube ich. Ja. Boah, muss ja aber, der Bray. So Russisch und Polnisch ähnelt sich ja. Also so ein paar Wörter kann ich auf jeden Fall gut aufgreifen. Das einzige Wort, was ich kenne, ist Kurva. Was sie ähnelt? Was nur gleich ist, oder nicht? Kannst du Polnisch? Sie kann Polnisch, ja. Was denn? Szczerbatesz. Wer ist das nochmal? Was? Was du vorhin gesagt hast, Szczerbatesz. Tschaschotschka. Machst du noch Musik? Hab ich gerade schon mal gesagt, ich hab gerade ein neues Cover gepostet. Alter, 90.000 Likes. Likes. Oh mein Gott, du hast 90.000 Zuschauer. Ich bin so stolz auf dich. Oh, Helena. Ich bin so stolz auf dich. Du kannst so stolz auf dich sein. So 90.000 Zuschauer, Knacks. Krass. Ich will kurz gucken. Was denkst du, wie viele Kommentare hat das Video jetzt? 87. 87? Mhm. Das Cover von mir, gerade eben waren es 72, ne? 75. Das ist so angespuckt, ne? Au, mein Fuß ist stoßen. Von wo?
Von hier unten. Freunde, macht mal die 100 Kommentare voll und macht mal die 50 Shares voll. Ich küsse eure Herzen dafür. Und weg von der Nichts, sprach ich auf. Ich habe keine Nächte. Hä? Achso, das ist ja dein Profil. Und checkt auch Lenas neuen Vlog ab. Kommt besser als mein Video. Ist doch einfach cooler. Der sieht einfach aus wie L.A. gerade bei dir in dem Auto. Also das sieht einfach aus wie L.A. Ja. Ich mag so Vlogs. Könnt mir ja reinschreiben, ob ihr Vlogs mögt. So Tagesvlogs. Ich glaube, wenn du Daniel... Dagi hat keine Tochter. Bro. Brauch auf Vlogs, Lukas. Ich habe einen Vlog gemacht. Ich habe mein zweites Video toll. War ein Vlog. Du bist auch toll. Ich glaube, du kannst voll, easy, voll gut so Daily-Vlogs machen. Auf YouTube? Auf YouTube auch, das wäre krass. Aber auf, ich meine, auf TikTok. YouTube ist halt super schwer, weil das Ganze so schnell. Auf YouTube hochballern. Ja. So die TikTok-Vlogs in Langform auf YouTube, ich glaube, das würden die alle feiern. Und 100.000 Likes. Er hat da geschrieben, berühren eure Lippen. Okay. Das war unser Video. Eigentlich ist das Video. Haben wir auch in Berlin gemacht. Ja, ja. Über welchem Hotel nochmal? Titanic, oder? Titanic, ja. Berührt mal eure Lippen. Seid ihr zusammen in Berlin? Ja, wir sind zusammen in Berlin. Nico, danke für deine ganzen Herzen an Lena. Warum kriegst du eigentlich die ganzen Herzen und ich nicht? Junge, warum lachst du? Wir haben so einen, ach ja, ist Insider. Kampf, ey, ich will auch mal ein Herz bekommen. Liebe eure Videos so sehr. Dankeschön, Sophia. Wir freuen uns sehr, dass du die Videos von uns feierst. Nee, Marcel, ich hab keinen Führerschein. Danke, Marcel. Magda, guck mal, Magda schickt einfach an uns beide. Magda, so eine Süße, ich hab lange nicht mehr von dir gehört, Magda. Nur kurz, dass ihr auf Sarkynthos war. Alter, hä? Carrera B6 joint. Warum habe ich so eine Nachricht bekommen, dass sie gejoint hat? Ja. Ja. Crazy, es gab Carrera. Du hast so eine Nachricht bekommen. Celebrity, danke für eure ganzen Rosen. Leute, kommentiert doch gerne mein Video. Ich habe noch 5 Kommentare und davon sind 3 Bots. Ich hasse Bots, ich finde es ganz schlimm. Auf Instagram blockiere ich die Bots immer. Und auf TikTok eigentlich auch. Die meisten, aber es kommen immer neue dazu. Ich hasse auch Bots. Bots sind richtig kacke. Guck mal, okay, geh mal an auf Lenas Reel. TikTok. Mukbang von uns. So, ich glaube, heute schneidet sogar Mukbang von uns. Wir haben noch einen richtig coolen. Ich habe noch 3 Videos auf Petto. 3. 3. Kennst du das von Jorge González? 3. 3. Wie viel hat dein Dior-Armband gekostet? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht mehr genau. Wo war die Handyhülle? Welche Handyhülle? Achso, die Handyhülle von Amazon. Der hat Lena mir einfach mal irgendwann geschickt. Ich hab die auch 10 bestellt. 10 Euro oder so. 10 Euro Hülle. Das sind genau wie Apple, nur ohne Apple-Logo. Ja, deswegen. Also, ich fand immer früher mit Apple-Logo geiler, aber es lohnt sich einfach nicht, dafür für 40 oder 50 Euro auszugeben. Ja, ich schwöre, du bist echt beste Kommentiererin. 6-2 Shireen. Okay, was denkst du, wie viele Kommentare hast du jetzt schon? 11. 17. Stark, Leute, danke, ich küsse euer Herz. Guck, there we go. Auf euch kann ich zählen. Auf euch kann ich zählen. Guck mal, die haben auch 100.000 Likes geschafft. Also, ich weiß, sagen es so, wie es ist, aber Live-Community immer die stärkste Community, die es gibt. Ihr könnt mal alle ein Herz für euch in den Chat schreiben. Wie war euer Urlaub? Erzähl noch was von Kreta oder von Nizza. Kreta war sehr schön. Wir waren ja da 2 Wochen. Normalerweise machen wir immer Urlaub auf Ibiza, aber diesmal dachten wir uns, gehen wir mal woanders hin, ne? Wir hatten ein sehr schönes Haus. Kreta ist wirklich eine sehr, sehr wunderschöne Insel. Und aber sehr, sehr groß auch. Sehr groß. Und ich muss sagen, ich bin echt sehr überrascht von der Insel. Ich dachte erstmal, Kreta ist langweilig, weil da immer so alle hinfahren. Ich hatte so. So eine Touri-Insel und nicht so cool. Aber boah, Leute, Kreta ist so schön. Da ist so viel geile Natur. Man fährt durch. Überall Berge, überall Blumen. Das Meer ist richtig schön. Ja, da war sogar Sandstrand. War?
Hatten wir Sandstrand? Ah, stimmt, Sandstrand, ja, stimmt. Und normalerweise, also was? Meine Eltern waren immer so gegen Griechenland, weil halt nur wir dachten, dass so überall Steinstrand ist. Aber wir hatten da richtig schön Sandstrand und das war einfach richtig schön. Das Wetter war perfekt. Es war wirklich richtig. Wir hatten keine Burger, wir hatten keine einzige. Da jemand hat eine Burger gesehen. Aber es war trotzdem echt richtig schön. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, Kreta. Ja, safe. Kreta war wirklich sehr schön. Fand ich auch. Da haben wir noch dann direkt nach Nizza bekommen, zum Glück. Nizza war auch sehr schön. Ein Tag war richtig krass, warm, keine Wolke. Und next day war einfach voll bewölkt. War voll weird irgendwie. Mm. Aber Semra, danke für die Cap. Bewölkt war's? Ein Tag war es voll wolkig. Alle, die Snapchat-Story von mir gesehen haben, haben gesehen. War Kreta oder Samos schöner? Boah. Samos ist halt so eine sehr unberührte Insel. Man kann das nicht so vergleichen. Noch viel kleiner. Ja, ja, safe. Aber war ein schöner, sehr schöner Urlaub auf jeden Fall. Nach Hall. Ja, mach mal dein Hall weiter. Dein Stream heißt Hall. Mein Stream heißt Hall. Ich hab grad schon, die haben, was wollte ich noch holen? Schuhe und? Ich hab mir einen neuen Koffer gekauft. Ihr wisst nicht, wie wir quetschen mussten, ne? Ey, wir mussten alles so reinquetschen. Mein Koffer ist aber kaputt gegangen. Ja, den Koffer ist aber kaputt gegangen, weil es einfach so... Also nicht mein Koffer, der von meinen Eltern. So. Und zwar... Freunde, wirklich, wenn ihr irgendwann investieren wollt oder für Weihnachten oder Geburtstag oder whatever, fragt nach einem Remora-Koffer. Das sind die wirklich, ich sage euch, wie es ist, das sind einfach die besten Koffer, die es gibt. Die kosten leider sehr viel Geld, aber die sind wirklich die besten Koffer und du hast immer eine Garantie Lifetime. Wenn da irgendwas kaputt ist, die machen das immer. Aber ich habe nochmal nachgelesen. Also, außer du machst das miese Beulen raus, schlägst kaputt. Nee, also die Lifetime-Garantie ist nur, wenn zum Beispiel... das Ding nicht richtig rollt oder so, aber wenn da Beulen sind oder da ein Loch drin ist. Ja, okay, ja. Aber wenn da was nicht funktioniert oder auch wenn das nicht funktioniert hier, das Buch rausziehen, ja. Auch. Rückfreunde. Der ist so klein. Ist echt mini, aber das ist einfach voll cool. Und ich habe auch LR bekommen. Meine Initialen drin. Und das ist einfach, der rollt, man muss echt sagen, der rollt so geil. Ja, voll echt sehr smooth. Ja, voll geil. Also Freunde, wenn ihr immer investieren wollt, investiert in einen Remora-Koffer. Ich liebe ihn. Jetzt schon. Ich habe auch schon einen großen. Und gibt immer mal wieder ein Sale von denen und sowas. Der würde gerade am ganzen Skincare reinpassen. Ich schwöre. I relate. Aber es ist ja Handgepäckkoffer. Das ist ja so für Kurztrips oder so. Da tut man ja eigentlich keine Skincare rein. Weil... oder man tut nur so kleine unter 100 Milliliter Dinger rein. Ja, genau. Und es gibt, der kostet 2000, aber es gibt auch welche... 1000 hat der gekostet? 1100 sogar. Willst du mich verarschen? Hat mich 1100 Euro gekostet. Ich werde das gar nicht mitbekommen. Hast du gedacht? 570 oder so. Es gibt halt mehrere Versionen davon. Wie viel kostet denn der große, den ich haben möchte? 1300 oder sowas. Hä? Du hast ihn so viel mehr kostet weniger, also das ist doch viel größer. Du hast ihn aber für immer. Du hast dann den Leute, der kostet 1000. Sorry, was? Ich hatte 500, da hat doch irgendein Koffer, Indes hat doch irgendein Koffer 570 gekostet oder so. Kleiner der Essential. Aber, ihr müsst anders denken, Freunde. Ihr müsst überlegen, ihr zahlt 1000 Euro, aber ihr habt den Koffer ja für 10 oder 20 Jahre. Das heißt, dann ist es auf 20 Jahre gesehen 50 Euro im Jahr. Ja, ist das so? Ich wollte mir eigentlich auch so einen Koffer holen, weil die eigentlich echt gut aussehen. Aber wir wollten einen großen. Der kleine kostet schon 1000 Euro. Wie kostet der große 2200 oder so? Oder was? 1300 würde ich sagen. Aber auf der kostet nicht 200 Euro mehr als der kleine. Ich glaube schon. Hat ja gar keinen Sinn. Oder 1400. Es ist schon teuer, aber wie gesagt. Wir teilen uns einfach den, okay. Den kleinen? Ja, Hälfte, ja. Hälfte. Okay, sie meinte 1,8 der große. Am Arsch, ich wollte es nicht. Der Essential kostet nicht 1,8. Der Essential kostet. Aber das ist ja weicher, das ist ja auch kacke. Hey, ich hab dir auch den Essential. Ach so, okay, sorry. Das ist nicht der Essential, das ist der Original. Aber der andere ist der Essential. Der ist, geht auch voll klar. Der kostet dann vielleicht 800. Ja, auf 10 Jahre. 800? Jetzt, hier ist ja 80 Euro oder sowas. Der kleine kostet sogar 500, hab grad gegoogelt.
Ja, der Essential kostet 500. Da gibt es verschiedene Sachen. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Schau doch rasch nach. Ich bin nicht mehr so ein Fan von dem Koffer jetzt. Doch nicht so cool, so will. Aber guck mal, das ist halt so ein Ding. Guck mal, wie gesagt, man kauft diesen Koffer halt einmal, dann hast du halt einfach 10 Jahre einen Koffer oder 20 Jahre einen Koffer. Ich werde ihn ja nicht wegschmeißen oder so, weißt du, das ist ja eine Investition. Deswegen, habe ich jetzt so letzten paar Tagen, was geht ab, James? Danke für die Money Gun. Letzten paar Tagen ein bisschen geshoppt und jetzt wird mal wieder ein bisschen ruhiger gemacht. Okay, außer man verliert Koffer. Okay, dann aber. Okay, dann ist es Das das. halt, aber kommt dieser Geld ja zurück. Safe. Aber dann kriegst du von der Airline zurück. Außer ich lasse ihn jetzt in der Bahn stehen. Dann ist es wirklich mein Fehler jetzt. Dann muss man wirklich sagen. Ja, Mann. Ich glaube, wir machen jetzt ein kleines Powernap. Hast du Locken, Leni? Nee, leider nicht. Ich habe Was Straight ist denn? Du Hair. bist dran. Das ist irgendwas Neues, keine Ahnung. Ja. Meine schwarze Cargo-Hose, welche meinst du denn genau? Hast du mir einen Screenshot oder so? Wenn ja, dann schick's mir gerne auf Instagram, dann kann ich dir das sagen. Ich glaube, hier meint diese Parachute-Pant, die ist von. Meine? Ich habe ja auch eine. Aber die meint safe meine. Meine ist von Pull&Bear, aber es gibt doch eine von Urban Outfitters, die gut ist. Habt ihr noch Kontakt zu Sula? Ihr habt Kontaktabbruch mit Ich habe Sula. eine Nachricht geschickt, dass ich keinen Kontakt mehr haben möchte. Die war mit auf Kreta, die ist so eine süße Ich Maus. liebe die so, ich vermisse die so. Ich muss doch jetzt nach einem Foto. Leute, wir haben so coole Fotos gemacht. Oh, Sneak Peek. ihr müsst unbedingt unserem Instagram jetzt folgen. Ohne Filter, nur mit der Digitalkamera. Zu viel schon. Einfach Lana Del Rey Fotos. Ja, ist echt So krass. stark. Ja, von dem müsst alle unserem Instagram folgen. Leni Marie und Lukas Rieger auf Instagram. Joint Channel, was geht ab? James, danke für die Cap. Und es werden krasse Bilder kommen, Schaut euch wirklich. mal die Kleine an. So süß. Ich liebe die. Welche Kamera G7X von Canon? Die haben wir schon so lange für Vlogs und so gehabt, aber nie wirklich benutzt. Und das ist einfach die beste Kamera für so Fotos. Die G7X von Canon. Ihr braucht keine Spiegelreflexkamera für tausende Euros. Die kostet 5 Euro, die Kamera. Aber die ist gerade voll schwer zu bekommen, ne? Die Echt? ist richtig ausverkauft. Das ist krass, aber ich sag euch, alle, die schon damals YouTube gemacht haben oder so, jeder hat die, weil die war damals Jeder hat die Essential. deswegen. Also, sowas können wir auch mal gerne verlosen. G7X für euch. Ich hab's mal bekommen. Okay. Bruh. Aber das ist echt krass. Also ich hätte nicht gedacht, Lea hat Das mir ist das ein hier Werbestream, gezeigt. yes, Leute. Hier ist Werbung. Darauf bei Nein, es ist Sendung. einfach nur Empfehlungen. Es ist ein Empfehlungsstream. Wäre schön, wenn es Werbung wäre. Wie alt? Okay, ich glaube, wir beenden jetzt den Stream. Ich bin so müde. Ich bin auch mies müde. Also Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream mit uns gehabt. Macht das Plus weg bei mir und bei Lena. Guckt bei ihrem Blog vorbei. Und ich habe gerade gesehen, ihr habt die 100 Kommentare geschafft bei meinem Cover auf TikTok. Also hier ist mein TikTok-Cover. Mach mal die 150 Kommentare voll. Ich kommentiere jetzt bei euch zurück auf TikTok. Und Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für die Kommentare. Hab mich sehr gefreut, bei euch zu chillen. Und wir gehen jetzt schlafen, oder? Müde. Ich bin auch so müde. Gute Nacht. Okay, wir gehen nicht, aber wir machen so Powernap und nachher vielleicht Kino. Oppenheimer oder Barbie? Beide. Schreibt es in die Kommentare, was wir, oder auf DM, was wir Warte, schon. warte mal ganz kurz. What the fuck? Einfach Low Exposure. Perfekt, Perfekt, tschüss. ciao! Digga.